Ja, hau mal rein, oder von mir aus schon. Bereit. Ja, Dark Reaper gibt Du hier. musst ja nur auf nächstes Match gehen und dann hier bereit signalisieren. Genau. Dark Reaper schreibt hier auch gerade immer schön Tipps und sowas rein, wie man praktisch vorgehen kann. Die Sache ist, irgendwie funktioniert das nicht. Ich gebe dem Typen so ein hier so einen Stun-Angriff, also mit dem praktisch hier mit dem Schwertgriff, dass der kurz seine Deckung gebrochen wird. Der regeneriert sich, ich bin 0,001 Millisekunden. Irgendwie sowas in der Art. Und dieses Rollen hat mich gerade abgefuckt. Ich hatte gerade zwei Gegner neben mir, also einmal einen Plünderer und einmal hier die Meuchlerin. Und es war recht frei, dass ich mich da hätte vorbeirollen können. Und er hat sich irgendwie an diesem Pfosten wohl irgendwie festgebackt. Und dann konnten die beiden mich natürlich schön behaken und dann war ich tot. So, ich bin mal gespannt. So, wir haben einen Level 13 auf unserer Seite. Vielleicht kann der was. Nicht so wie ich. So, der Eroberer ist gegen Orochi richtig schlecht. Der Eroberer, wer ist denn Eroberer? Das ist der, den ich gestern gespielt hatte. Streitkolben und Schild. Ah, okay. Das habe ich auch schmerzhaft gelernt, dass ich gegen den Orochi überhaupt keine Schnitte habe. Es sei denn, er konzentriert sich auf einen anderen. Ich habe ihm von hinten halt den Streitkolben über den Kopf gezogen. Das war das Einzige, was funktioniert hat. Genau, du musst doppelt X für betäuben, ja, das weiß ich auch. Aber es reicht ja praktisch schon einmal X zu drücken, dann ist ja die. Weil das Ich wollte gerade sagen, Betäuben. ich dachte, einmal X ist betäuben, das zweite X ist dann wegstoßen. Das eine X ist, glaube ich, Deckung brechen, das zweite ist genau ein Stoß, richtig. Ja, genau, aber deshalb, weil der erste Stoß führt ja schon dazu, dass der Gegner halt, ich So. sag mal, wie benommen dasteht. Zwar. Machen wir. Easy. Zone A eingenommen. Jawohl, da kommt schon einer. Zone Sehr C schön, verloren. Wobo. So. Das war gut. Sehr schön. Und jetzt die Leiter runter. Urteilen uns So. 2-2 auf. Ihr bleibt oben und ich gehe für anderen runter. Ja, wir können eigentlich oben bleiben, ja. Da ist nämlich schon einer. Oh. Da ist schon wieder Fehler. Ich musste dreimal die Taste drücken, damit der auf. Oh, der haut ab, Ja, okay. lass ihn. Der kommt gleich von außen oder woanders. Der kommt bestimmt noch mal. Was ich auch ganz lustig finde, wenn du unter 30 FPS hast, kannst du dieses Spiel ja gar nicht spielen. Nö. Die Aber sind das alle bei Spiel mir ist. unten, die sind alle bei mir unten. Ja, wir sind wie gesagt noch hier oben. Oh, hinter uns. Oh. Hab ihn. So, Kopf ab. Sehr schön. Aber jetzt können wir runtergehen. Ah, lol. Der Typ, der nicht in Reichweite Nein, steht, nicht hoch. wird gekillt. Finde ich faszinierend. Wie die Oh, ich muss hier Reichweite der raus. Axt Ich muss hier skaliert. raus. Sieht mit Axt aus. Komm. Kannst du einer wiederbeleben? Gleich. Ich kann gerade gar nicht, weil ich mitten im Zone A Getümmel bin. verloren. Und ich muss erstmal Oh, kurz Zone A verloren. mein Stamina ist wieder voll. Sollen wir Zone A wieder Ja, können wir zurückerobern? machen. Ich bin schon bei A. Dann komme ich mal hoch. So. Flo, du könntest mir vielleicht gerade mal sagen, was für ein Field of View du hast. LOL! Super, clever. Komm, vorwärts! Vorwärts! Ja! Was war das denn? Wieso hat er denn auf mein Block, auf Sehr mein schön. Betäubung reagiert? Zweimal Weil drücken. Ich die ganze Zeit vor ihm stand, das gemacht habe. Weil ich ihn die ganze Zeit Ach, getroffen habe. Ich habe dich wahrscheinlich die ganze Zeit damit getroffen. Aber da kann ich eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Fuck, fuck, fuck. Oh, das war knapp! Aber es hat gereicht. Was hast du gemacht? Es war richtig knapp mit dem Wiederbeleben von unserem Kollegen. Ich gehe mal runter. Gucken, was da so geht. Keine Ahnung, ja, was ich hier geht. Halte hier oben mal ein bisschen die Stellung. Ah, da hinten wird gekämpft. Ja, ich kann Hilfe gebrauchen. Wir kommen raus. Ah, den habe ich, glaube ich, gekillt. Oh, fuck. Ich mache eine Rückwärtsrolle. Rückwärts, rückwärts. Ah, Mann. So. Eieiei. Da kommt er. Ah, fuck, Mann. Hab ihn! Ich kann ihn nicht. Wieso kann ich den nicht blocken? Verloren. Alter,
presse hier meinen Daumen in den Stick rein. Ich habe echt schon Schwellung. Boah, Mann, ey, aber mit der Maus ist auch nicht besser, ey. Manchmal denke ich mir, mit dem Controller macht's mehr Sinn. Ja. Also Flo, ich bedanke mich natürlich dabei, dass du mir immer sagst, wo die Gegner sind, aber durch die Verzögerung sehe ich das sowieso nicht. Also dann sind die meisten schon wieder weg oder ich bin tot. Okay, er macht einen normalen Angriff, ich mache nur normales Blocken. Ich versuche nicht zu kontern, ne? Im Schlag aktiviert er noch so eine komische Racheaktion. Also, soweit ich weiß, muss man das erst aktivieren und dann gilt das und nicht mitten im Schlag sage ich einfach mal, ach nee, ein normaler Schlag ist ein Rachenschlag. Okay, ich muss, glaube ich, regelmäßig auf meinen Stick schauen oder so. Anscheinend muss ich immer überprüfen, ob links halt auch wirklich links ist. Oh Mann, jetzt kommen die zu zweit. Ah, fuck. Da kriegen wir das schon hin. Ja, Dark Reaper, du kannst uns natürlich auch, wie gesagt, immer Tipps geben. Ja, das Gameplay ist natürlich nicht gut, weil wir das seit gestern erst spielen. Wir haben ja vorher die technische Beta und alles gar nicht gespielt. Das heißt, das ist auch für mich jetzt allererste Mal, dass ich For Honor spiele. Und hier sind ja auch noch Spieler drin, die schon teilweise irgendwie Level 18 oder so sind. Ach so, mitten in der Schlagausführung ist wieder die Aktionsänderung möglich, außer für mich. So, man wächst ja, wie gesagt, immer an seinen Aufgaben. So, den habe ich bekommen, easy. Oh, hinter mir sind die her. Oh je. So, wir müssen hier zusammenbleiben, Leute. Wir müssen zusammenbleiben. Ja, ich komm mal zu euch. Wenn das irgendwie geht. Warte, der kommt. Ja, der geht zu A hoch. Ich folge dir mal. Oh, fuck. Die verfolgen mich zu dritt. Ja, komm. Das ist echt nicht mehr angenehm. Oh, da kommt. Zone A eingenommen. Boah, shit. Von rechts kommt auch einer. Ich kann gerade leider meine Axt nicht werfen, sonst will ich machen. So, ich werfe jetzt erstmal hier eine Rauchbombe hin, einfach weil ich es kann. So. RB, RT, RB. Ja. Ja. Du, runter. Jetzt kriegen wir alles hin. So, da ist einer. Okay, probieren wir es mal aus, was er sagt. Auch wieder zu zwei, das macht so keinen Sinn. RB, RT, RB. Mann! Oh shit, ich muss aufstehen. Ich bin immer zum Schluss. Na, dann jawohl. Kommen wir immer zu zweit. Hinter dir, Flo, du bist ein Killer. Warte mal, wie hat er das denn jetzt gemacht? Oder wann habe ich den jetzt gekillt oder nicht? Ich bin gerade voll überfragt. Du hast den Digger gekillt. Fuck, Mann. Ja, die versucht aufzubrechen. LOL, jawohl. Schon wieder! Eingenommen. Zack! Wieso trifft dein Schwert die in der Rolle, aber meine Attacke trifft die in der Rolle nicht? Also, ich bin klar, schön, dass die gekillt hast, das ist keine Frage, aber warum kannst du ihn treffen im Ausweichen, aber ich nicht? Ich bin einfach mal, ich hatte das jetzt mal in einem Guide gesehen, das hilft manchmal, mit der Kamera oder generell mit der Bewegung mitzugehen, weil dadurch triffst du die Gegner wohl im Rollen leichter. Ich hab's jetzt einfach mal gemacht. Flo, dein Tipp mit der Kombination war sehr gut, damit habe ich gerade den Wikinger gekillt. So, vielleicht schaffen wir es jetzt mal, das Gameplay mal ein bisschen zu elevaten. So, und da oben. Leben oder tot? Ach, natürlich! Von irgendwoher ohne Ankündigung kommt wieder diese scheiß Attacke. Finde ich in Ordnung. Ah, das mit der Maus, das macht auch keinen Spaß. Weil das funktioniert irgendwie nie. Hast du einen Xbox-Controller rumfliegen? Okay, das bringt nichts. Ja, der läuft weg, der läuft weg. Oh, da kommen welche. Also Wikinger. Okay, wo die mich jetzt gekriegt hat, ist beyond me. Wer von euch gerade nicht im Gegner spawnen? Bist du das Fan? Wo ist unser? Oh, den konnte ich blocken. Boah, shit, jetzt macht die gerade richtig. Und jetzt wieder zu zweit. Das macht so keinen Spaß. Ich glaube, Flo und Dark Reaper machen sich gerade zwar ein bisschen lustig, aber ganz ehrlich, ich glaube, ihr wart am Anfang auch nicht gerade die absolut besten Spieler. Und ich bin absoluter Controller-Noob. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber ansonsten lerne ich ja nie. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ganz ehrlich, fuck bestimmt, dann würde ich nie lernen, mit dem Controller richtig zu spielen. Das ist eigentlich auch nicht so. Das
Einzige, was dir vielleicht fehlt, scheint das Feingefühl für den rechten Trigger zu sein, weil den drückst du anscheinend irgendwie nachhaltig immer in zwei Richtungen statt Sicherheit ein. Ich glaube, ich drück den immer zu sehr. Oh, ich habe 7 Kills gemacht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und Schlöpper gebe ich nur ein, finde ich auch interessant. Ja, da haben mir Flo's Tipps doch geholfen. So, Jordan, Fadenkreuz runter, dann kannst du Bogen schießen. Ja, ich kann mit dem Controller aber nicht zielen. Wahrscheinlich schieße ich den in mich selbst rein, deshalb lasse ich lieber. Ach, das Auto-Aim. Das müsste Auto-Aim sein. Also, okay. du musst jetzt nicht noch analog steuern, also analog zielen. Okay. Das wäre ja richtig Krebs. Ja, dann. Analog zielen kann ich ja zum Beispiel auch nicht. Also, Shooter würde ich niemals mit dem Controller spielen. Eher sterben. So, und Dark Reaper, ja, ich kenne die Skillliste. Das habe ich ja gerade schon alles gesehen. Aber bevor ich irgendwelche Skills oder was auch immer benutze, muss ich natürlich erstmal damit klarkommen, überhaupt grundlegenden Controller zu benutzen. Und wir haben ja in der letzten Folge oder im letzten Stream, den Niklas ja gehostet hat, da habe ich jetzt mal, es ist aber teilweise echt ganz anders. Ich muss, glaube ich, ab und zu echt mal so drauf gucken. Mit der Tastatur und Maus wäre es, glaube ich, was anderes, aber da kann ich zum Beispiel auch nicht so gut blocken. Aber allein aus dem Grund, weil die Maus weil die Maus ganz anders reagiert beim Blocken als der rechte Stick. So sind nicht mehr genug Spieler. Hat eigentlich mal jemand irgendwas zu Mass Effect gesagt, würde mich an dieser Stelle gleich mal interessieren, aber anscheinend nicht. Nee. Dark Reaper und Flo unterhalten sich gerade über vorne. Ja, sind die da rausgeflogen, weil Ubisoft ein richtiger Hurensohn-Verein ist. Ja, Wo war nochmal dieses Bild? War das neulich auf WhatsApp, das mit den Kartoffelservern? Also mit der Kartoffelbatterie als Server? Hoppla. Du kannst Daniel immer mit einladen. Finde ich auch schön. Ich schicke Tramp eine Spieleinladung und Ubisoft versendet eine Einladung zum Sprachchat. Niklas, du kannst mal Daniela einladen. Habe ich schon. Hast du schon? Gut, okay. Ich habe dir zugehört. Hast du mir nochmal eine Einladung geschickt? Ja, nehme ich es halt nochmal an. Ja, weil du es halt nicht annimmst. Das ist alles. Oder bin ich jetzt der, bei dem die Einladung nicht mehr funktionieren, weil ich die erste Runde gehostet habe? Das kann gut sein. Das kann sein. So, und Chantal ist daheim. Ich glaube, John muss Chantal ist daheim. Den nehme ich sicherlich nicht an. So, warte, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Chat lesen. So, Dark Reaper schreibt, hat seine Gegner seit Level 5 immer besiegt. Also, naja. Genau, die Skillliste, die kenne ich ja, Flo. Das habe ich ja gerade dem Dark Reaper auch schon gesagt. So. John, du musst Einladung verschicken, bei mir funktioniert es nicht. Okay, dann mache ich das selber. Dann nehmen wir mal den Niklas rein. Dann nehmen wir mal den Daniele rein. Und wir nehmen einmal den Tramp rein. So. Tram kann. Daniele kann. Bei mir kam auch keine Einladung an. Lade ich dich nochmal ein? Also das war beim letzten Game, das war abartig. Ich bin immer der letzte BA gewesen. Da sind 2-3 Leute gekommen. Da hat man einfach keine Chance. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Warte auf Kuppen, leider. Dark Reaper schreibt, Fun Fact, ich esse gerne Zuckerwürfel. Noch kurz warten. Kannst du mal ein bisschen sinnvolles Zeug labern? Ja, ich gehe mal in der Zeit mal in diese Aktionsliste, die der Flo mir da ans Herz gelegt hat. So, Aktionsliste, genau wie man kämpft, Aktionsliste. Und was hattest du gesagt? So, Aktionsliste, Verteidigungsreflexe. Das kann ich mir alles gar nicht merken. Genau. Ich hauche einfach irgendwie drauf. Ja, Verteidigungsreflexe und drück A, damit du die Kombos siehst. Ja, ich seh dir. Kombos sind ja hier alle rechts aufgelistet. Alter, jetzt würde ich mir das alles merken. Das kann ich mir nicht merken. Das kann ich mir doch nie merken. Da gibt's geile Sachen, die man machen kann, aber das kann ich in einem Gefecht, kann ich mir das nicht merken. Keine Chance. Okay, wir machen das mal so, lieber Flo. Ja? Ich merke mir jetzt erstmal so ein paar. Und dann können wir ja mal gucken, wie es läuft. So, ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal für den Sephirhieb und den Blitzschlag jetzt erstmal
Den werde ich mir erstmal merken. Mal gucken, ob das funktioniert. So, und Chantal schreibt... bla bla bla. Achso, sie ist aus der Kneipe wieder raus. Ja, Chantal erzählt wieder Kneipen-Stories. Aha. Chantal! So, ging und da ist gerade jemand... Ah, dann Daniele! Die Kavallerie! Da ist er ja! Nice, liebe Zuschauer! Achso, du hast auch schon einen Cheat aktiviert, dass du mit einem Pferd angeritten kommst und alle einfach One-Hit tötest? Okay, genau, das ist genau. Admin-Pferd. Richtig. Admin-Horse. Ja, Daniela hat nämlich den Vorbesteller, der erzählt, da kriegst du nämlich ein Pferd in jeder Runde. So, und Daniela ist schon mal ein bisschen high-leveliger, ja, das heißt, der wird wahrscheinlich uns richtig den Rücken frei halten. Ja, Flo sagt mir, ich muss mir das merken. Ja, ich werde es mir merken. Der macht den Highlander, sagt, es kann nur einen geben, warte, bis wir alle tot sind. Achso, und smackt dann legt er erst los. Daniela wird wahrscheinlich genau die Person sein, die... während des Spiels nichts macht, ja, aber sobald wir die Gegner alle so auf 10% runtergeschlagen haben, kommt der aus der Ecke. Da kommt irgendwo angehüpft. Da spielt wahrscheinlich am liebsten hier die komische Meuchelmörderin. Genau, auf seinem DLC-Pferd. Immer, auf jeden Fall. Genau. Seid ihr in der Partie? Sowas von undankbar, ne? Oder ja, Lobby? Wir sind echt... was ist mit... Partie oder Lobby? Wo seid ihr? Du bist doch drin. Du bist doch drin, du Lauch. Ja, ich bin in der Lobby, kann aber gerade nichts beitreten. Sind wir ja, weil kein Spiel läuft, du Ja gut, das wollte ich nur sicherstellen. Pass auf, mach den Stream nebenbei an. Dann siehst du. Ja, Daniel, du kannst nebenbei mal den Stream aufmachen. Das ist auch eine Idee, ja. Ja, Flo spricht schon, als wäre der... Hast du bestimmt 50 Bildschirme über dein Zimmer verteilt. Flo spricht gerade schon, als würde er irgendwie seit 80 Jahren das Spiel spielen. Das gute alte RBRBRT oder RBRTRB. Ja, auf jeden Fall, ja. Kenne ich auch. Gesundheit. Gesundheit, ja. Und einmal zum Mitnehmen, bitte. So, dann können wir jetzt eigentlich mal anfangen. RB. Ja, genau das. Einmal zu mitnehmen, bitte. Dark Reaper, ich versuche hier Skill zu bringen. Ja, ich habe nur so Hände, wenn es darum geht, Controller-Spiele zu spielen. Gott, das ist für mich alles ehrlich, neu, ja? Ganz ehrlich, andere Dinge schaffst du doch auch mit Feingefühl. Zumindest sagst du das ja immer. Das meinst du, ja? Du meinst ja immer. Ich, ja, Smooth Operator. Daniele, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Soweit schon, ja. Ich warte, dass wir endlich Leute metzeln. Ja, dann... Da wünsche ich mir, dass wirklich Teamschadens einfach so mittendrin einfach so Daniele abstechen. Multiplayer. Und dann einfach sterben. Teamschaden ist im geringen Maße an. Also es ist schon durchaus vorgekommen, dass Menschen, die meinten, sie machen Rundumschläge, dann einfach den Teamkameraden killen. Also ich hatte immer das Gefühl, dass zwar, ich sag mal, Angriffe unterbrochen werden, man quasi wie einen Treffer bekommt, aber kein Leben abgezogen bekommt. So wirkt es bis jetzt auf mich, aber... Also ich war schon kurz vorm Ende und dann wurde ich vom Verbündeten halt gekillt, weil der meinte... Ich war schon kurz vorm Ende. Nadelbombe, was nehme ich denn? Ich nehme mal den Langbogen hier, genau. Boots, dicker Boots. Also. Butsch! Ja. Flo spielt solche Kombo-Spiele seit 10 Jahren. Ich nicht. Und ist wahrscheinlich 14 Jahre alt. Oh shit. Ey, zum Glück gehörst du nicht zu uns, deshalb müssen wir uns jetzt nicht rechtfertigen. Oh mein Gott. Sorry, ja, ich muss ja natürlich hier direkt Level 11. Ja, läuft bei dir. So. Nur, ich bin überrascht. Ja, ich dachte, er hat schon mehr gekauft. Nee, der. Oder von der Mafia zuschieben lassen, keine Ahnung. Oder er ist auf dem Smurf-Account. Das kann natürlich auch sein. Denn der hat nämlich eigentlich schon das Max-Level erreicht. Aber der sagt sich, ey, ja, damit die anderen auch mal eine Chance haben. Der hat schon dreimal Max-Level erreicht mit seinem eigenen Account. Ja. Ja, und Dark Reaper sagt auch, er macht ein Trainingsvideo, wenn wir es nicht schaffen, bis morgen Skill zu haben. Ja, morgen ist ja die Beta ausgelaufen. Ich glaube, dann fassen wir dieses Spiel erstmal nie wieder an. Montag, 2 Uhr Nacht. Ja, ich erwarte dann aber Dark Reaper, ich weiß auch, wer bis montags 2 Uhr Nacht spielen wird und gerade krank sein wird am Montag. Ja, ich bin gerade hier am Reden.